Retter kommen vom Himmel. Okay. Regenzeit, Regen verstanden. 15.000 Einsätze pro Jahr für Menschen in Not. Im Jet und Helikopter. Im In- und Ausland. Das ist die Rega. In der letzten Folge Einsatz für Pilot Rick Maurer und seine Crew von Rega 10. Nach einem Unfall mit Güllegas können sie Mutter und Tochter retten. Erfolg für Jetpilot Philipp Simmen. Er hat den Prüfungsflug bestanden und wird zum Flugkapitän befördert. Alles gut gegangen. Und Notarzt Tommy von Wiel von Rega 10 im Einsatz auf der Basis Bern-Belp. Er beobachtet als Coach die Arbeit seiner Kollegen und begleitet sie zu einem schweren Verkehrsunfall. Die A8 bei Sarnen, Obwalden. Ein Traktor auf Abwägen. Wir schaffen es über die Leitung. Was ist passiert? Der Traktor hat eine Lärmschutzwand durchschlagen und ist weiter unten auf den Rädern gelandet. Offenbar hatte der Fahrer ein Blackout. Jetzt ist seine Bergung schon im Gange. Der ältere Mann hat schwere Verletzungen. Der Brustkorb ist eingedrückt, die Beine sind gebrochen, das Becken wahrscheinlich auch. Rega 3 bringt ihn ins Kantonsspital Luzern. Interessanterweise ist er mit den Reifen durchgebrochen. Dann flog er wahrscheinlich vorne aus dem Cockpit. Die Beine waren vom Steuerrad eingeklemmt. Deshalb sind sie gebrochen. Aber vielleicht hat dies auch sein Leben gerettet. Tatsächlich wird sich der Traktorfahrer nach vielen Wochen wieder erholen. Flughafen Zürich. Der Ambulanzjet der Rega wird heute an eine Flugshow nach Meiringen verschoben. Klingt nach einem einfachen Inlandflug, ist es aber nicht. Heute ist sicher eine Herausforderung. Nur schon das Wetter ist eine Herausforderung. In Meiringen können wir mit dieser Maschine keinen Instrumentenanflug machen, sondern müssen einen Sichtflug durchführen. Es wird spannend und ich freue mich auf diesen Einsatz. Keine leichte Aufgabe also für den neu brevetierten Flugkapitän. Rotate. Me too. Ist das dein Kaffee? Im Passagierraum des Jets. Flight Nurse Yvonne Horisberger und Arzt Marcel von Dach. Die ganze Besatzung soll den Ambulanzjet in Meiringen präsentieren. Wenn der Anflug überhaupt möglich ist. Jet checked. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das sehen wir. Jetzt sind wir über Iseltwald. Unten, siehst du das Ufer? Siehst du? Jetzt macht es Spaß. Ja, toll. Du siehst es. Musst drüber bleiben. Caution, Obstacle. Caution, Obstacle. Telemat gedrückt. Ich gehe hoch. Rechts. Rauf. Terrain. Pull up. Check this. Pull up. Flaps 45. Nicht nur das Wetter ist anspruchsvoll, auch die Anflugroute. Im engen Haslital muss der Jet vor der Landung wenden. Ja, es wird gut. Einmal wenden und dann durch den Talkessel. 3, 1. Siehst du den Platz? Höhe ist gut. 50, 40, 30, 20, 10. Gratuliere. Danke. Schön gemacht. Danke, Andy. Cool. Ja. Bern-Belp. Notarzt Tommy von Wiel gibt der Crew von Rega 3 ein Feedback zum Einsatz beim Traktorunfall.
Mich hat der Einsatz schon angefangen, wo wir hier eigentlich. Für mich hat der Einsatz beim Abflug angefangen. Was mir gleich auffiel, war die Kommunikation zwischen euch dreien. Daniel sagt, wir sind hinten bereit, dann kam Simon, dann was von dir. Du hast nachgefragt, das fiel mir sehr positiv auf. Man merkt, dass ihr nicht zum ersten Mal zusammenarbeitet, sondern ein routiniertes Team seid. Sehr routiniertes Team sind. Von Wils Aufgabe ist es, die Arbeit der Kollegen zu überprüfen. Bei der Rega machen wir für jede Berufsgruppe sogenannte Line-Checks. Die Piloten checken die Piloten, die Rettungssanitäter, die Ärzte, die Ärzte. Ich beobachte heute vor allem Matthias, wie er das medizinisch macht. Aber er funktioniert natürlich nicht ohne Team, gerade bei einem Einsatz, wie wir ihn eben hatten. Es ist wichtig, Teamangelegenheiten zu besprechen, auf Details hinzuweisen, wenn man sieht, dass etwas nicht so gut funktioniert. Auch beim nächsten Einsatz ist Tommy von Wiel dabei. Ein Primäreinsatz in der Region Molaison, eine Knöchelverletzung, wahrscheinlich mit Windeneinsatz. Ausrüstung und Abläufe sind auf allen Rega-Basen gleich. Tommy von Wiel findet sich also während des Line-Checks problemlos zurecht. Anflug auf die Region Molaison in den Freiburger Voralpen. Ich würde darauf. Da sitzt einer. Wir nehmen die Winde. Ja. In diesem Gelände kann der Helikopter nicht landen. Die beiden Ärzte lassen sich schwebend absetzen. Ein Wanderer ist verunglückt. Passanten haben schon erste Hilfe geleistet. Es war schlimm. Ich hörte das Knacken des Knochens. Ich denke, er ist gebrochen. Sag mir, wenn ihr bereit seid und in welches Krankenhaus du willst. Der Patient ist aus Lausanne. Gut. Passt auf ihn auf. Ich habe meinen Gönnerbeitrag bezahlt. Matthias, ich gehe zum Umladeplatz und lasse dich. Dann bin ich rechtzeitig unten. Gut. Bei diesem Helikoptertyp, dem Eurocopter EC-145, steht der Rettungssanitäter während der Windenrettung draußen auf dem sogenannten Depar. Gut, ich bin bereit. Seil. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Der Haken? Gut. Straffen. Leicht hinten wegfliegen. Du kannst anziehen. Ja, leicht nach hinten. Der Patient kommt. Und er ist da. Gut. Ist gut. Ich drehe rechts weg. Weiter unten wird der Patient in den Helikopter steigen für den Transport ins Spital Ria. Rega Center in Zürich. Zwei Einsatzzentralen im gleichen Raum. Auf der einen Seite für die Helikopter, auf der anderen Seite für die Ambulanzjets. Hier klärt Ärztin Anina Gerber, welche Patienten wann zu repatriieren sind. Ja? Entschuldigung. Kein Problem. Es geht um Herrn Bischof. Ich habe Hintergrundinformationen. Hilf mir schnell. Ein neuer Fall in Parma. Es ist tragisch, dumm gelaufen. Er ist ein Patient mit spinaler Muskeldystrophie, sitzt im Rollstuhl, wollte heute von Palma nach Zürich fliegen. Beim Umladen haben sie ihm den Arm gebrochen, das Bodenpersonal. Er ist im Chiron, in Palma de Palma. Oh je, meine, ja. Anina Gerber ruft im Spital an. Hola, buenas tardes. Guten Tag, ich bin Dr. Anina Gerber aus der Schweiz. Estoy buscando un paciente. Ich suche einen Patienten, Severin Bischof. Können Sie mir den Notfalldienst geben? Okay, gut. Okay. Vale. Der Notfalldienst ist nicht erreichbar. Die Beratungsärztin geht aber davon aus, dass der Patient mit einem Linienflug in die Schweiz kommen kann. Der Fall ist relativ klar.
Es ist insofern besonders, weil er im Rollstuhl sitzt, nicht stehen kann. Ansonsten lebt er ganz autonom. Ich muss es mit ihm besprechen, aber ich denke, eine Nacht da unten wird er überstehen. Hallo, Herr Bischof. Ich bin die Abklärungsärztin der Repatriierungen. Mein Vorschlag wäre, dass wir Sie von einer Rega-Krankenschwester begleitet heimholen. Sie wird Schmerzen, korrekte Lagerung und Mobilisierung überwachen. Sie kann Ihnen helfen. Er ist jetzt ganz ruhig und extrem cool. Er ist ganz ruhig, extrem cool. Dafür, dass er mit seiner Behinderung und dem Rollstuhl durch diese zusätzliche Armverletzung im Moment wirklich extrem handicapiert ist. Ich finde das sehr stark. Armverletzung, also finde ich stark. Du, Anina, wegen dem Linieneinsatz in Palma de Mallorca. Den morgen mit einem WCHC zu machen, ist nicht realistisch. Wir brauchen 48 Stunden Vorlaufzeit. Gut, dann muss ich noch mal mit dem Patienten reden. WCHC steht für Wheelchair Carry, einen Dienst des jeweiligen Flughafens. Helfer bringen den Fluggast in einem schmalen Rollstuhl bis zu seinem Sitz. Grüezi, Herr Bischof. Hallo, Herr Bischof. Wegen des Rollstuhls. Ich nehme an, Sie sind mit WCHC gereist. Man hat Sie bis zu Ihrem Platz gebracht, nicht? Jawohl. Dafür brauchen wir 48 Stunden, ab jetzt. Wir schaffen es nicht, das für den Flug morgen zu organisieren. Es ist mir sehr unangenehm. Wir schauen trotzdem weiter, okay? Die Flugschau in Meiringen zum 75-Jahr-Jubiläum des Militärflugplatzes ist inzwischen in vollem Gange. Das ist die Palette der Schulungsflugzeuge der Schweizer Luftwaffe. Die Rega wirbt hier um Aufmerksamkeit und Gunst des Publikums. Sie ist auf Goodwill angewiesen. 3,3 Millionen Gönnerinnen und Gönner zahlen pro Jahr fast 90 Millionen Franken an Beitragsgeldern und Spenden. Genau. Es ist eine Verpflichtung, ja. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Leute Geld geben für etwas, das sie vielleicht nie in Anspruch nehmen müssen. Darum zeigt man gerne, was man damit macht. Ich wollte mir schnell das Cockpit anschauen. Sehr gut. Einer meiner Söhne wurde an Ostern in Prag geholt. Mit der Rega hat es ausgezeichnet geklappt. Super, das freut uns. Der Preis hat mich erstaunt. 6.124 Franken. Ist das kostendeckend? Nein, es ist nicht kostendeckend. Einerseits sind wir auf die Gönnerinnen und Gönner angewiesen wegen der Querfinanzierung. Zusätzlich fliegen wir auch für Drittauftraggeber, ausländische Versicherungen zum Beispiel, um einen Deckungsbeitrag zu bekommen für Herr und Frau Schweizer. Ich nenne es jetzt mal so. Aha, ja. Okay, vielen Dank. Gerne. Schönen Tag. Gleichfalls, danke. Wie lange sind Ihre Einsätze jeweils? Zum Beispiel der längste, den Sie je hatten? Am Stück, meinen Sie? Ja. Das kann gut mal bis zu 30 Stunden dauern. Aber wir teilen uns ein. Es ist immer ein Arzt und jemand von der Pflege dabei. Wenn wir genug Platz haben, machen wir uns hier ein Bett und schlafen abwechselnd. Dauern die Reisen länger als 13 Stunden, sind 3 Piloten dabei. Ab 18 Stunden sogar 4. Danke. Gerne. Danke für den Besuch. Ja. Aufpassen bei der Treppe. Habt ihr die Karte mitgenommen? Danke. Bitte, gerne. Selbst der CEO der Rettungsflugwacht ist vor Ort. Für Ernst Kohler ist es ein Heimspiel. Er ist im Haslital aufgewachsen. Und vor seiner Zeit bei der Rega war er hier Kommandant des Militärflugplatzes. Es war sicher der Bundesrat. Nein, ein very VIP. Herrschaften, hallo. Rick, hallo. Hallo Philipp. Ich gratuliere zur Brevettierung. Vielen Dank. Die Schultern sind schwerer. Alles Gute. Und ihr habt heute den Traumjob. Ihr seid auf Piket.
Ging gut. Ja, ja. Noch kein Einsatz? Nur für die Ambulanz. Seit 10 Jahren ist Ernst Kohler Rega-Chef. Er hat in diesem Amt schon stürmische Zeiten erlebt. 2013 nahmen die Medien Saläre und Bezüge der Rega-Führung unter die Lupe. Ernst Kohler verdiene rund 400.000 Franken. Zu viel für den Chef einer gemeinnützigen Stiftung, so die Kritik. Ja, das ist für uns eine schwierige Situation. Es war für uns eine sehr schwierige Situation. Auch für mich war es nicht einfach, die teilweise sehr emotional geführten Diskussionen richtig einzuordnen. Auf der anderen Seite bot es Gelegenheit, alles zu hinterfragen und anzuschauen, mit der Hilfe von externen Beratern herauszufinden, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Laut dieser Analyse seien die Saläreinstufungen richtig. Genaue Zahlen gab und gibt es bis heute allerdings nicht. Bei Ernst Kohler ist die Erinnerung an diese Krise noch wach. Es ist natürlich nicht schön, jeden Morgen am Kiosk Schlagzeilen zu lesen über die Organisation und natürlich auch über mich als Chef. Wenn man sowas nicht aushält, darf man die Funktion nicht übernehmen. Viel Show und Unterhaltung in Meiringen. Doch Helikopterpilot Rick Maurer ist nicht nur zum Vergnügen hier. Also wir sind hier mit einem Piketthelikopter. Sobald der Alarm kommt, fliegen wir los. Jetzt wollte ich mich noch wegen des richtigen Abflugs vergewissern. Dass ich da den richtigen Abflug nehme. Der Tag heute ist interessant für mich. Was anderes. Auch für die Crew. Rick Maurer fliegt nicht nur Helikopter, sondern auch Kleinflugzeuge. Sein Herz aber schlägt für diese Jets. Das war mal mein großes Ziel, ja. Mein großer Bubentraum war Militärpilot. Aber man hat sich dann anderen Dingen gewidmet. Und plötzlich ist man zu alt. Jetzt hat es halt nur zum Rega-Cockpit gereicht. Aber es gibt nichts Schöneres, als Militärjet-Pilot zu sein. Es ist schon das Größte. Das ist natürlich absolut das Maximum. Zurück im Rega-Center in Zürich. Abklärungsärztin Anina Gerber arbeitet immer noch am Fall von Severin Bischoff, dem muskelkranken Patienten, der den Arm gebrochen hat. Ich glaube, wir müssen umdisponieren. Ich habe mit der Betreuerin gesprochen. Sie hat noch mal angerufen. Sie macht sich große Sorgen. Er kann offenbar Spanisch, aber die Lagerung funktioniert halt doch nicht optimal. Wir müssen ihn holen und brauchen einen Chat. Wir können ihn nicht da liegen lassen. Sorry. Kein Problem, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Danke, Anina. Jetzt übernimmt die Einsatzleitung den Fall. Charlie, es geht los. Gut. Ein Ambulanzjet ist einsatzbereit. Der Pilot wird gerufen. Hallo Philipp, Urs von der Einsatzleitung. Es gibt noch einen Einsatz heute Abend. Nach Palma de Mallorca und zurück, vermutlich mit einer Stunde Aufenthalt. Der Patient wird gebracht. Check-in ist um 7, eine halbe Stunde nach Mitternacht seid ihr zurück in Zürich. Es gibt einen dringenden Chat, Zürich, Palma de Mallorca, Zürich. Zwei Passagiere aus Zürich, dazu ein Patient und zwei Passagiere in Palma de Mallorca. Denkst du, wir brauchen Fuel? In Palma ist zurzeit Hochsaison. Wird er gebracht? Ich würde sagen, nicht tanken, wenn wir eine Stunde darauf warten müssen, weil da so viel Verkehr ist. Jetpilot Philipp Simmen übernimmt den Flug nach Palma. Er wohnt nur 15 Autominuten vom Flughafen entfernt. Hallo Christina. Hallo Alois. Gibt einen kurzfristigen Einsatz. Ich habe Christina schon gesagt, dass heute Nacht in Palma eine Piste gesperrt wird. Ich habe die Info für euch ausgedruckt. Es tangiert euch eigentlich nicht, aber man weiß nie.
tritt es erst später in Kraft? Ja, vom Wetter her ist es gut. In Spanien ist Sommer. Das sollte keine Probleme geben. Gut, dann lesen wir uns ein. Wir sind raus, links, rechts ist frei. Und wieder bricht Philipp Simmen auf, im Einsatz für die Rettungsflugwacht. In Bernbelb schließt Tommy von Wiel den Linecheck ab. Es bleibt noch ein letztes Beurteilungsgespräch mit seinem Kollegen Matthias Marchand, der seit 5 Jahren bei der Rega arbeitet. Ich habe es schon eingetragen. Einsatzort, schwebendes Aussteigen, das ging problemlos. Kommunikation mit dem Team vor Ort, Funkcheck. Die üblichen Standards, problemlos. Der Windeneinsatz auch. Eine Frage habe ich. Wolltest du den Einsatz abbrechen? Der Haken war auf dem Boden. Ich musste ihn von da aufnehmen und einhängen. Danach habe ich das Zeichen zum Hochfahren gegeben. In dem Moment hat Daniel gestoppt. Das war jedenfalls mein Eindruck. Darum gab ich das Zeichen erneut. Detailkritik zum Tagesschluss. Auf jeder Basis gibt es pro Berufsgruppe mehrere Linechecks im Jahr. Für die Crew von Rega 3 ist der Dienst aber noch nicht zu Ende. Schauen wir den Match heute Abend? Gerne, wenn du vorher hilfst. Das Dreierteam verbringt 48 Stunden am Stück auf der Basis. Ist das eine Schaukel? Sehr gut, cool. Zusammengesetzt aus Bausätzen. Piloten, Ärzte und Rettungssanitäter leben hier wie in einer Wohngemeinschaft. Soll ich rutschen? Geht gut, danke. Es sind Teamplayer gefragt, die auch Probleme ansprechen. Das finde ich wichtig. Wenn man etwas zum Beispiel mitnimmt auf Basis. Ich finde es wichtig für die Basis, dass man etwas, das einen privat belastet, hier auch anspricht. Damit man weiß, wie das Dreierteam aufgestellt ist. Wenn man aufpasst, die gegenseitige Aufmerksamkeit hochhält, dann wird man auch getragen, das glaube ich. So ist man auch fit to fly. Fit to fly ist, oder? An diesem Abend ist die volle Einsatzfähigkeit gefragt. Rega 3 Primäreinsatz, allgemeine Richtung Boudry, Neuchâtel. Richtung Boudry, habe euch die Koordinaten geschickt. Zum Landen gibt es einen Parkplatz bei einem Supermarkt. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Fantastisch. Es wird eine lange Nacht. Auch Rick Maurer von Rega 10 in Wilderswil hat Piketdienst. Er und seine Crew dürfen die Nächte aber zu Hause verbringen. Im Fall einer Alarmierung muss er in 30 Minuten in der Luft sein. Hoppla, der Kater ist auch hier. Hat Hunger. Hunger? Ciao. Gau. Er war sicher nicht draußen, oder? Doch, war er. Bandit. Rick Maurers Job verlangt Flexibilität, auch von seiner Familie. Trotzdem ist die Arbeit zu Hause kein großes Thema. Ich versuche, nichts von den Einsätzen zu erzählen, keine Details. Ich möchte nicht, dass sich die Kinder etwas vorstellen. Ich möchte sie damit nicht belasten. Schöne Dinge, wie wenn man jemandem wirklich helfen konnte, erzähle ich manchmal.
Und doch machen sich die Kinder ihre Gedanken. Also, wenn er einen Fehler macht, ich denke schon darüber nach, dass er bei einem Fehler abstürzen könnte. Ich bin damit aufgewachsen, dass der Papa Pilot ist. Es macht mir nicht mehr viel aus. Vor dem Schlafengehen prüft Rick Maurer das Wetter und die Sicht. Es ist gut, wenn man die rote Lampe auf dem Berg da vorne erkennt. Im Moment sieht man sogar das Restaurant auf dem Harder. Rick Maurer geht zwischen 9 und 10 zu Bett, im Wissen, dass jederzeit das Telefon klingeln könnte. Das Dümmste, was vielleicht geht, so am unangenehmsten ist es zwischen 2 und 4. Man weiß nicht, ist es 8 Uhr morgens oder 10 Uhr abends. Die Einsatzleitung sagt darum als erstes die Zeit. Guten Morgen, es ist 10 nach 2, wir haben einen Einsatz. Es ist mir schon passiert, dass ich im Auto auf dem Weg zum Flugplatz nicht mehr wusste, wohin ich muss. Ein Zeichen dafür, dass man noch etwas wacher werden muss. Jeder nächtliche Alarm weckt auch die Familie. Also wenn das Wetter recht gut ist, wenn das Wetter gut ist, geht er und ich schlafe weiter. Und ich kann wieder weiterschlafen, aber eben wenn wirklich das Wetter. Ist es aber schlecht, habe ich manchmal kein gutes Gefühl und bin froh, wenn er wieder da ist. Also bin ich froh, wenn er wieder daheim ist. 10 bis 15 Mal pro Monat hat Rick Maurer Picketdienst. Alles liegt bereit, damit er im Halbschlaf nichts vergisst. Der rege Ambulanzjet ist im Anflug auf Palma de Mallorca. Es ist kein großer Unterschied, ob man nachts oder tagsüber fliegt. Wir fliegen nach den Instrumentenflugregeln und navigieren über die Instrumente, die wir auf den Bildschirmen sehen. Nachts muss man sich am Boden besonders konzentrieren, da die Lichtverhältnisse auf den Rollwegen eingeschränkt sind. Man muss den Lichtern folgen. Teilweise sieht man nicht so gut nach links oder rechts. Entsprechend muss man mehr aufpassen. Ein Ambulanzfahrzeug bringt den muskelkranken Patienten, der den Arm gebrochen hat. Rega-Arzt André Kaiska steht schon bereit. Ich bin André, hallo. Herr Bischof, wie steht es mit den Schmerzen? Im Moment geht es. Das Flugzeug ist direkt nebenan. Wir nutzen eine Rampe. Ich schaue Sie an, wir haben Augenkontakt. Sie können mir Stopp signalisieren und dann sehen wir weiter. Ja, das ist gut. Okay, also. Alles okay? Okay. Ziehst du? Du ziehst ihn über die Rampe. Die Umlagerung muss gut vorbereitet sein. Für den Transfer gebe ich Ihnen ein Schmerzmedikament. Kann sein, dass Ihnen schwindelig wird. Es soll Ihnen den Schmerz nehmen. Ohne geht es nicht gut. Darf ich Ihren Kopf kurz anheben? Wie ist das? Bis jetzt geht es. Gut. 1, 2, 3. Ich kann nicht weiter, Entschuldigung. Okay. Geht's nicht, okay. 1, 2, 3. Gut so. Ja, okay. Medizinisch war es schon gut, aber es war schwierig zu beschreiben, wie ich gelagert werden muss, damit es mir nicht wehtut, dass ich umgelagert werden muss. Sowas auf Spanisch oder Englisch rüberzubringen, ist enorm schwierig. Ich war sehr froh, dass der Rückflug noch heute geklappt hat. Also heute noch zurückfliegen. Gut. Sind Sie auch bereit? Von mir aus kann es losgehen. Perfekt. Toll.
Für die Crew von Rega 3 in Bern-Belb ist noch nicht Feierabend. Sie muss an diesem Abend bereits zum dritten Mal ausrücken. Pilot Simon Loginbühl macht sich wegen der Gewitter Sorgen. Wir müssen einfach oben rüber. Rega 3, wir sind gestartet nach Lülotte. Es ist kurz vor 2 Uhr. Ich mache mich schlau, ob das Gewitter stärker wird oder sich abschwächt. Wird es über dem Inselspital stärker, gehen wir halt nach Lausanne. Es sollte da unten rechts sein. Ich sehe die Polizei. Sehr gut. Salut. Bonjour. Peut-être on va sur ce côté. Der Patient ist kollabiert. Das ist alles, was die Rega-Crew zurzeit weiß. Simon Loginbühl prüft laufend die Wetterlage. Inselspital Bern oder Unispital Lausanne, das ist die Frage. Voilà. Also wir werden rund auf die. Wir sind etwa um 5 vor 3 beim Inselspital. Die Gewitter könnten dann schon vorbei sein. Meine Taktik, von Westen her anzufliegen, geht vermutlich genau auf. Rega 3, wir sind gestartet. Le Locle Richtung Bern, Inselspital. Landung in 15 Minuten. Verstanden, Le Locle Richtung Bern, Insel, 15 Minuten. Das Radar zeigt mir in der Region Kerzers eine Gewitterzelle, Richtung Aberg. Dahinter ist es besser. Gut, danke. Dem Patienten geht's nicht so gut. Er hat verschiedene Probleme. Er wurde reanimiert. Der Hergang des Unfalls ist ziemlich unklar. Auf einem Fest fiel er um, schlug sich den Kopf an und wurde reanimiert. Er ist kritisch krank, in einem instabilen Zustand. Bern Inselspital. Die Rega hat den Patienten angemeldet. Die Spezialisten stehen bereit. Sind alle da? Er ist am Stadtfest von Le Locle kollabiert. Ein Kopfaufprall, wahrscheinlich Herz-Kreislauf-Stillstand. Es war ein Anästhesiearzt vor Ort. Intubation ist nicht gelungen. Er hatte ihn beatmet. Mit der Übergabe des Patienten löst sich bei der Rega-Crew die Anspannung ein wenig. Der Einsatz hat mich ziemlich gefordert. Jetzt bin ich müde. Ich möchte so schnell wie möglich ins Bett. Schlussendlich habe ich keines von diesen Gewitter direkt. Letztlich musste ich durch kein Gewitter fliegen. Jetzt bricht die Spannung ein. Ja, ist so ein bisschen Abfall da. Obwohl ich nicht müde bin, nimmt die Konzentration wahrscheinlich stark ab. Nimmt wahrscheinlich jetzt die Konzentration recht stark ab. Und jetzt, ich muss mich jetzt nochmals auf den Heimflug konzentrieren und dann haben wir es geschafft.
Rega 3 von Rega. Rega 3 gestartet, Rückflug zur Basis. Verstanden, Rega 3 gestartet, Insel Bern, Rückflug Basis. Das ist richtig. Später wird die Rega-Crew erfahren, der Patient ist leider gestorben, trotz aller Bemühungen. Eine lange Nacht geht zu Ende. Nach diesem Einsatz muss die Crew von Rega 3 mindestens 6 Stunden ruhen. Wilderswil bei Interlaken. Besuch und so weiter, haben wir nicht. Pilot Rick Maurer hatte im Gegensatz zu seinen Berner Kollegen eine ruhige Nacht. Heute im Team von Rega 10 die Ärztin Ximena Notter. 80 Kilo wie immer, gell, Frau Doktor? Kein Kommentar. Wir brauchen ein neues Amt. Der Arzt muss am Morgen die Butter rausnehmen. Das könnt ihr Männer machen. Wenn wir nachher in die Innerschweiz fliegen, müssen wir aufpassen. Die Luftwaffe hat heute Krieg. Schaut mal, alles rot. Da, alles rot. Wir müssen ankündigen, dass wir uns reinschleichen wollen. Der erste Einsatz geht nicht in die Innerschweiz, sondern ins Hochgebirge. Nach dem Start liefert die Einsatzzentrale Infos zum Fall. Rega 10, es geht Richtung Guttannen. Ein Kletterabsturz in steilem, schwierigem Gelände. Der Patient ist nach einem 20-Meter-Sturz ansprechbar. Verstanden? Verstanden, Rega 10. Bist du noch da? Ja. Ihr könnt Benny Wenger in Grindelwald abholen. Dann drehe ich gleich ab. Die Rega-Crew holt in diesem Fall die Unterstützung eines Bergführers. Genauer, eines Fachspezialisten-Helikopter des SAC. Heute hat Benny Wenger Picketdienst. Er hat die nötige Gebirgserfahrung, um die Risiken einer Rettung am Ritzlihorn abschätzen zu können. Hallo. Ein 20-Meter-Absturz, bis jetzt noch ansprechbar. Sieht brüchig aus hier. Ist überall brüchig, da. Ich hab sie. Sitzt er oder liegt er? Eines ist der Betreuer. Der Rettungsspezialist fotografiert die Situation für die Ermittlungsbehörden. Eine kurze Zwischenlandung. Am Seil, die Ärztin und der Bergführer. Du kannst anziehen, Powercheck. Powercheck ist gut. Ein weiter Weg, aber das Einzige, was geht. Ja, sonst wären wir im Schnee. Sind wir da richtig? Ich glaube. Nein, mehr rechts, in dem Kessel dort. Bist du sicher? Ja, ich sehe es von hier aus. Das ist schwierig in dem Kessel. Ja, wegen dem Wind. Wenn was ist, drehen wir links ab. Rettungssanitäter Marco Ley an der Winde gibt die Anweisungen. Der Pilot hat keine Sicht nach unten. So? Rechts ist gut. Ich lasse sie runter. Alles frei. Du kannst nach links weg. Der Helikopter geht in Warteposition, bis Ärztin Ximena Notter den Patienten fürs Erste versorgt hat. Was denkst du, welches Krankenhaus? Er hat Frakturen, ein Knie ist deluxiert. Nur Extremitäten? Ja, isolierte Verletzungen. Dann Interlaken. Jawohl. Anflug zur Bergung. Sag mir, wenn du bereit bist. Du kannst sie mir geben, alles offen. Ich gehe dann links weg. Noch 20.
Noch 15. Und noch 15. Noch 15. Noch zwei. Einer. Stopp. Langsam anziehen. Nochmals anziehen. Ab Boden. Powercheck. Eingerastet. Nach links ist frei. Wir lassen sie bis Vorwärtsflug. Wir sind auf 35. Heck ist frei. Nach vorne ist gut. Stabil. Läuft gut. Der Patient ist betäubt von Schmerzmitteln. Mittlerweile ist klar, Steinschlag hat ihn zum Absturz gebracht. In der nächsten Sendung, Rega 10 bringt den verunfallten Kletterer ins Spital. Sie wollen schlafen. Das machen Sie ja fast schon. Der Mann hat starke Schmerzen. Jetpilot Philipp Simon bei Flugzeughersteller Bombardier in Kanada. Das ist er? Super. Simon ist Leiter eines Millionenprojekts. Drei neue Rega-Ambulanzjets werden hier gebaut. Und? Die Rega Jet Crew reist nach Venedig. Sie holt einen Patienten, der fast ertrunken wäre. Ich bin zufrieden soweit. Hey Jean, guck mal.